Hi, ich mache jetzt mal noch ein Video und zwar ein Raubzug-Haul-Review. Also sind Produkte, die ich jetzt schon ein bisschen länger habe und wo ich auch ein bisschen was zu sagen kann. Deswegen, ja, Raubzug-Review, sowas in der Richtung. Und ja, ich fange mal an mit Nagellacken. Ich habe schon wieder Nagellacke gekauft, schlachtet mich. Das sind diese hier von Rival de Loop. Oder Rival de Loop Young. Ja, Young. Und die gibt es ja im Rossmann und diese sind limitiert. Und ihr seht schon, das sind so Neonfarben. Die sehen ziemlich krass aus, aber irgendwie mag ich die total gerne. Ich habe im Moment so einen komischen Trip, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich die. Die sind matt im Finish. Wenn ihr sehen wollt, wie die aufgetragen aussehen, verlinke ich euch einen Blogpost, weil ich habe die jetzt nicht auf den Nägeln. Und ja, dann guckt einfach mal auf den Blog und dann seht ihr, wie die aufgetragen aussehen. Und das, was ich wirklich gut an denen finde, wenn man die aufträgt, am besten nimmt man direkt so eine etwas dickere Schicht, dann trocknen die sehr schnell und werden auch dann wirklich richtig matt. Was ein bisschen doof ist, nach 2-3 Tagen glänzen dann die Spitzen schon wieder und es ist so ein bisschen was, ja nicht abgesplittert bei mir, sondern vorne an den Spitzen. Ihr kennt das ja, wenn das da so wieder sich abgerubbelt hat. Ich weiß gerade nicht das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und ein riesen Nachteil haben diese Lacke, und zwar, wenn ihr die ablackiert, dann verfärbt sich eure Haut um die Nägel herum in der jeweiligen Farbe. Und das ist echt blöd. Ich mache das dann immer so, dass ich recht viel Nagellack entferne, auf ein Wattepad gebe, das dann so da drauf patsche, einen Moment warte und dann so richtig schnell schön abziehe, sodass da nicht viel Möglichkeit ist, dass sich das hier verflüchtigt. Dann geht es auch einigermaßen. Nächster negativer Punkt, die verfärben eure Nägel sowas von. Ihr müsst auf jeden Fall ein Basecoat auftragen. Recht dick, würde ich auch sagen. Also, mir gefallen die Farben wirklich super gut und ich werde sie auch weiterhin tragen, aber da muss man wirklich drauf achten, dass man wirklich einen Basecoat aufträgt, der nicht durchlässt, weil sonst sind eure Nägel grün, blau und pink und das ohne, dass was drauf ist und das ist ja nicht so toll. Und ich glaube, gekostet haben die 1,49 und bei mir gibt es die schon fast gar nicht mehr. Also die sind scheinbar sehr beliebt, vor allem dieser blaue hier. Den habe ich in beiden Rossmann-Filialen nicht mehr gesehen. Und ja, die anderen beiden sind auch ziemlich weg. Also, wenn ihr die noch haben wollt, wenn euch so Neonfarben interessieren, matte Neonfarben, dann solltet ihr euch beeilen. Könnte auch sein, dass das nur bei mir so vergriffen ist, aber ja, schaut einfach mal, wenn ihr die haben wollt. Ansonsten sind sie wohl bald weg. Ja. Dann habe ich wieder was von Eiko zugeschickt bekommen und das sind diese beiden Nagellacke. Die habt ihr bestimmt auch schon bei Rebecca Flöter gesehen. Das ist einmal der Shishi Polish. Der ist total niedlich, also der Name. Und ja, das ist so ein Glitzerlack in rosa. Und vielleicht seht ihr das da. Keine Ahnung. Aber da habe ich auch Fotos auf meinem Blog. Ja, ich verlinke euch das auch nochmal. Ich hasse das immer, Leute überall hinschicken zu müssen auf dem Blog, aber ich habe die jetzt halt nicht auf den Nägeln und ich wollte jetzt auch nicht wieder alles ablackieren und ne, dann total bunte Nägel. Also guckt einfach auf den Blog und dann seht ihr auch schon, wie die aussehen. Und das hier, das ist der Punk Polish. Das ist ein Neon Pink, aber anders als der hier. Der hier ist viel rötlicher und ein bisschen dunkler und der hier ist halt sehr hell leuchtend. Und der hier ist halt auch nicht matt im Finish. Und ja, die sind vom Verhalten her eigentlich wie die ganzen Eiko-Lacke immer waren. Nur sind es halt jetzt neue Farben. Und dieser hier, dachte ich zuerst, ist bestimmt nur so ein Topcoat. Also, dass man den einfach über irgendeine Farbe aufträgt und dass dann so ein Glitzereffekt entsteht. Aber der sieht auf anderen Farben, finde ich, wirklich nicht schön aus. Den muss man einzeln tragen und in zwei Schichten ist dann auch wirklich auf dem ganzen Nagel Glitzer. Ja, also wenn ihr gerne so Glitzernägel habt und dann noch einen sucht, der wirklich eure ganzen Nägel abdeckt, dann kann ich euch den hier empfehlen. Allerdings gibt es den jetzt auch nur in rosa und ich glaube, die sind auch limitiert, ich weiß es aber nicht genau. Und ihr bekommt die auf eiko.com und die liefern,
ich glaube, immer noch weltweit kostenlos. Also ohne, für die Nagellacke müsst ihr was bezahlen, aber Versand ist kostenlos und ich verlinke euch nochmal die Seite in der Infobox. Da müsst ihr nicht suchen. Dann habe ich noch vor einer Woche, zwei Wochen, egal, auf jeden Fall habe ich Tücher gekauft, so Schals, weil ich habe irgendwie so ziemlich keine. Ich habe nur einen schwarzen, aber sonst habe ich sowas gar nicht. Und dann habe ich gesehen, dass bei uns in so einem Laden, das ist keine Kette, das ist so ein kleiner Laden, so, ihr kennt sowas bestimmt, so kleine Läden, wo es dann viele Sachen irgendwie so günstig gibt und so. Und da habe ich da so Tücher gefunden für 3 Euro das Stück. Und sonst habe ich hier immer nur welche für 4, 6, so um den Dreh Euro gesehen. Und das war mir einfach zu teuer. Und dann habe ich die 3 Euro Teile gesehen und dachte so, juhu. Und dann habe ich mir auch einige mitgenommen. Und zwar einmal dieser hier. Das ist so pink-schwarz kariert und hat so kleine Silberfäden mit drin. Und den finde ich auch ganz schön. Der hat hier unten noch so Fransen. Klar finde ich ihn schön, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Und dann habe ich noch so einen hier, auch pink. Und der, Moment, verheddert. So. Der hat so kleine, so rum, der so kleine Dingerchen hier aufgedingst. Dinger aufgedingst, auch gut. Und die glitzern auf jeden Fall in so Regenbogenfarben, das seht ihr wahrscheinlich jetzt in der Kamera nicht. Und das ist so ein ganz dünner Stoff, so ganz leicht. Und finde ich so ganz schön, wenn man vielleicht mal irgendwie im Sommer oder eher Frühling, wenn es noch nicht so warm ist, vielleicht auch jetzt im Herbst, so Übergang Sommer, Herbst, wenn man einfach so ein bisschen was um den Hals haben möchte. Dann habe ich noch, und den fand ich so schön, mein Freund mag den nicht, aber ich mag den, das ist so ein grau, hellgrau-weiß, mit so Leopardenmustern. Den finde ich total schön. Und der hat auch so Fransen noch. Also ich mag den total gern und der hat auch nur 3 Euro gekostet. Und ja, den habe ich auch schon getragen. Den finde ich total schön. Und dann habe ich mir noch einen schlichten, einfachen schwarzen gekauft. Der ist auch so dünn, wie man sieht. Ihr seht mich durch. Wenn ihr jetzt seht, dass meine Augen irgendwie so glänzen. Ich habe gerade gehustet. Ich habe irgendwas im Hals. Ja, auch so Fransen und so und recht dünn und ja, schwarz, basic. Ich habe zwar schon einen schwarzen, aber kann man immer gebrauchen. Dann habe ich bezahlt und ja, dann meinte der Typ so, ja, du kannst dir jetzt noch einen aussuchen. Juhu! Ich durfte mir also noch einen Schal kostenlos mitnehmen. Das fand ich echt cool, weil ich hatte dann, waren das jetzt 4? Ich glaube, habe 4 und habe noch einen 5. geschenkt bekommen. Da habe ich mir so einen braunen noch mitgenommen, weil ich trage relativ häufig braun und deswegen passt das dann einfach, dass ich dann auch so einen braunen Schal habe. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Was ich noch loswerden kann, ist, ich habe jetzt mal Kosmetik aussortiert und Nagellacke, weil ja, es war einfach, es waren zu viele Sachen, die ich nicht benutzt habe und die ich vielleicht auch doppelt hatte. Und ja, die habe ich jetzt mal aussortiert und ein paar Freundinnen geschenkt, weil die können wahrscheinlich mehr damit anfangen. Die haben noch nicht so viel Kram und dann benutzen die den sie haben auch. Und ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen mehr vorbereitet darauf, mal eine Nagellacksammlung und Schminksammlung online zu stellen. Die muss ich dann mal noch irgendwann drehen. Weil da fragen so viele nach und ich will das ja auch machen, aber dann auch, wenn es organisiert ist und nicht, wenn das so chaotisch ist und dann habt ihr ja nichts davon, weil ich glaube, die meisten wollen nicht sehen, was ich besitze, sondern wie ich es lagere und so. Und ja, das werde ich dann mal irgendwann jetzt machen. Ich kann euch keinen Zeitraum nennen, in dem das jetzt passieren wird, aber ich denke mal, ein halbes Jahr wird es nicht mehr dauern. Und ja, dann mache ich das demnächst und ja. Ja. Okay, können wir vielleicht nochmal schreiben, was ihr so mit euren Kosmetika macht, wie ihr die lagert, weil ich bin da auch noch nicht so wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das mache. Weil es ist so chaotisch und ich sehe nicht mal, welche Nagellackfarben ich habe, weil die so doof da stehen. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das macht. Wäre echt cool, weil ja, Anregungen sind immer gut.
Okay, dann würde ich mal sagen, schreibt mir bitte einen Kommentar, wie ihr eure Kosmetik lagert und vor allem auch die Nagellacke. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!